Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei The Infected. Hoppala. 36 Grad. Energie ist voll, Leben auch. Alles klar. Ich freue mich. Schön, dass ihr wieder mit da seid. Und zwar würde ich gerne... Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, aber meine Klamotten sind verstaut. Guten Morgen, Wemby. Bevor wir uns wieder um... Also dieser Zaun verwirrt die alle. Was ich ja eigentlich ganz gut finde. Mache ich jetzt erst noch eine Baufolge. Dass wir uns schon mal den Ölsauger hinstellen. Oder zische ich jetzt direkt mit euch los. Und wir holen uns die nächsten Baupläne. Und ich glaube, da habe ich am meisten Bock im Moment drauf. Wir hauen mal die Ziege weg. Was hatten die so alles im Petto? Ja, ganz normale Sachen, ne? Auch hier nur keine Hörner oder so. Ich würde mir nämlich noch ein bisschen Fleisch durchbraten. Zumindest mal, dass wir ein bisschen was zum Mitnehmen haben. Das geht irgendwie nicht, ne? Das zu übertragen. Da noch was drauf? Ah, da hast du schon was draufgelegt. Gut, Wasser ist auch schon fertig. Dann nimm das direkt mit. Ja, ich denke, die vier reichen. Du musst dich nur waschen. Wenn du das jetzt vergisst, ist blöd unterwegs. Haben wir. Bisschen Gemüse für den gesunden Zahn. Könnten wir uns noch mitnehmen aus dem Gewächshaus. Aber nicht so übertrieben. Ja, komm, Wassermelone und Gürkchen. Und dann machen wir uns direkt los. Ganz rechts unten in die Ecke, das Dorf, würde ich gerne als erstes nochmal anfahren. Ist das Fleisch gut? Ja, ist gut. Nimm das mit. Aber ich glaube, das reicht. Die kannst du schon mal draufschmeißen für... wenn du wieder zurückkommst. Hast du was Schönes zu essen direkt da. So. Hier kann noch ein bisschen was gammeln. Ja, das passt schon. Das ist so eine Kartoffel. Aber Vitamine ist nicht so ultra geil, ne? Kohlenhydrate sind eigentlich voll. Also so ein Kürbis, hau dir eine Kartoffel rein. Die Leber. Ein Stückchen Fleisch. Also ich glaube, so passt es. Trink einen Schluck. Und dann hauen wir ab hier. Das sieht doch gut aus. Ah, Moment. Kurz nochmal eine Teekiste anhalten. So und so. Ich habe leider nirgends mehr Platz. Ich muss jetzt die Kohle mal kurz hier zwischenlagern. Damit ich so leicht wie möglich schon mal losschießen kann. Alles klar. Ich zeige es euch kurz. Ich würde gerne hier unten hin. Also ne, am Krokodilsee vorbei. Ich schau mal, wie weit ich hier so komme. Ich hoffe, ich habe alles dabei, was ich brauche. Nein, habe ich nicht. Ich brauche noch einen Speer, fällt mir gerade auf. Ich nehme einen zweiten mit. Den Hammer brauche ich ja nicht. Aber hier sind nur 30% dran, das ist mir zu wenig. Drei. Den kann ich doch auch hier bauen, ne? Brauche ich ja nicht im Inventar. Sehr gut. Okay. Ihr wisst, wie es werden soll. Ich hau ab. Welche Richtung? Ja, hier ist richtig. Wir sehen uns gleich bei weiteren spannenden Dingen. Sollte was passieren, seid ihr wieder mit dabei. Ja. So, das wäre doch gelacht, wenn wir nicht irgendwas Geiles jetzt noch in dem Dorf auftreiben könnten. 9.42 Uhr. Die Straße macht hier eine ziemlich heftige Kurve. Das heißt, ich würde jetzt geradeaus Richtung Dorf rauschen. Wir machen das letzte Stückchen querfeld ein. Ich hoffe, ich komme trotzdem an, ohne jetzt hier noch einen Bären über den Weg zu laufen. Dann wollen wir mal gucken, was das abgelegene Dorf hier im Südosten für uns zu bieten hat.
mal wieder nur so eine hier Waschbär-Geschichte da. Der macht mich auch verrückt. Guck mal lieber nochmal auf die Karte, nicht, dass du dann wieder sonst wo landest. Ja, ja, ist richtig. Passt schon so. Müsste gleich hier irgendwo ein Haus sehen. Ah, hier sind wir doch. Sehr gut. Ja, kommen wir doch mal von hier. Ich würde sagen, Wagen lassen wir stehen. Dass das Ding überhaupt noch rollt, ist auch schon ein Wunder. So oft wie du mit schon durch die Kante gezogen bist. Hoppala. So. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Wenn wir es wirklich hinkriegen sollten, würde ich vielleicht auf dem Rückweg hier runterfahren und nochmal kurz in dem Dorf anhalten, tatsächlich, um nur die Baupläne aufzugreifen. Vielleicht schaffen wir das. Wir sind ja relativ früh. 10 Uhr. Ist eigentlich eine ganz geile Zeit. Also hier, da es weiter weg ist, nehmen wir nochmal die wichtigen Sachen mit. Und bei dem anderen würden ja nur die Baupläne reichen. Da bist du relativ schnell da und wir können mal gucken, dass wir ein zweites Mal dahin gehen und den Loot alles noch abgreifen. Talg, Lehmerde, das war's. Schrauben sehe ich gerade keine. Hat zwar nichts zu heißen. So, hier war auch nichts Geiles, ne? Nö, nö. Tisch waren nur Knochen. Mehr sehe ich nicht. Hallo. Oh. Falsche Taste. Oh Gott, hier sind aber viele Dingens unterwegs. Dingensbummens. Kartoffelpaste lässt jetzt hier. Und ein nimmst du mit. Und dann war es das hier schon, ne? Ja. Alles klar, weiter geht's. Ich wollte gerne hier raus. Komme ich wieder durcheinander. Hä? Ah. Wird schon durcheinander. Hier geht's doch rein ins Dorf. Nimm den Wagen mit. Bis wir dann bei der Straße ankommen und dann die andere Straßenseite machen können. Hört sich für mich gut an. So, was gibt's denn Schönes in der Bude hier? Nichts. Stimmt da. Das ist die obligatorische Milch. Plastik. Ein theoretisch könnte es ja passen, dass wir sogar hier jetzt genug Tuch bekommen. Sonst endlich nochmal eine Klamotte basteln können, obwohl so ein Kühlschrank brauchst du jetzt nicht mehr so dringend. Die Zeit ist durch. War schon relativ lästig hier im August. Oder im Juli und August. Mit der Hitze, ne? Boah. Ja, sieht das anders aus, das Haus? So einen Aufgang hatte ich jetzt aber noch nicht so oft. Noch ein Splitter. Sollen wir da einen Speer rausholen? Will ich mich irgendwie sicherer. Okay. Dann geht's weiter. Erstmal hier raus zu den Bambis. Immer direkt darüber und lösch den mal ab. Hat sich ja das verdient. Oh. Vielleicht gleich dreimal zustechen sollen. Nur so zur Sicherheit. Markier das mal. Da weiß ich tatsächlich nicht, was die beste Art und Weise ist, das zu machen. Ob man sich tatsächlich erstmal alle Baupläne holt
Oder ob man sich das nach und nach aufbaut, was man geholt hat. Ich finde es eigentlich geiler, sich erstmal die Baupläne ranzuholen. Hast nicht so eine schöne Abwechslung drin mit Bauen und Looten, aber hängt halt auch ein bisschen davon ab, was du für ein Glück hast beim Finden, ne? Was hat er hier für einen Auftrag? Eine Bodenprobe. So, Pflanzenfaser bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Buch habe ich noch ganz gesehen. Wir müssen noch hoch, ne? Moment, das finde ich kacke. Wo ist denn der jetzt? Der haut mich doch gleich von hinten, oder? Und wenn der jetzt hier schon im Haus ist, erschrecke ich mich zu Tode. Ich sag's euch. Es ging noch. Ich bin noch da. Jo. Ja, gut, machst du weg. Ist sie hier? Ja, kommt, ne? Ja, hallo. Nimm's mit, ein Alu. Nice. So, jetzt kann ich mal nach oben, bitte. Das wäre mega geil. Jetzt mal weiter looten könnte. Wir haben noch ein bisschen was vor. Was hast du hier? Eisenbrocken. Ah, nimm den mit. Technisch ist jetzt noch nicht so geil. Aber kommt ja immer ein bisschen was zusammen, ne? So. Hast du markiert? Hier hast du markiert. Hier hast du auch markiert. Wo hat's jetzt deinen Wagen? Frag bloß mal. Oh Gott. Hier? Alles klar, ich bin schon wieder richtig verwirrt. Wo ist denn mein Wagen? Eigentlich direkt vor meiner Nase, aber anscheinend. Da. Bisschen Zeug schon mal ausladen. Jawohl, so ist doch gut. Eigentlich wolltest du ihn mitnehmen, ne? Ich hau dir eine rein, wenn du mich anschreist. Diese Wembys. So, nächste Bude. Jetzt würde ich aber auch sagen, gib mir mal ruhig einen geilen Bauplan. Ah, das klappt wieder mit den Ansagen. Verteilerkasten. Batterietech. Ist für mich kein Webstuhl und auch ein Verteilerkasten. Nicht so geil. Aber gut, Batterien zum Strom sparen. Strom aufsparen. Brauchst ja auch. So. Einmal anzeichnen. Die Baupläne sind ja immer noch random, ne? Wir haben kein festes Dorf. Wie sieht das aus mit dem Fahrzeug? Wisst ihr da was? Ist wahrscheinlich auch der pure Zufall, ne? Wäre ja auch eigentlich ein bisschen blöd, wenn es nicht so wäre. Hier sind wir durch. Wie
sind aber viele Wambis. So, da war's. Da hinten war's noch nicht, ne? Da, 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 da auch. Okay, fahren wir nochmal ein Stück rüber. Was die hier noch nicht drin, ne? Warte mal. Viel geilen Loot hast du noch gar nicht gekriegt. Da kannst du noch mal ein Haus locker mit beackern. Meistert, nein. Bleierz, Kartoffel, Keimling. Nö. Hier gibt es keine zweite Etage, ne? Okay. Dann. Ja, geht's geradeaus hier lang zur Straße. Und hier drüben sind dann die anderen Häuser, ne? Aua! Oh Gott. Muss ich erstmal überlegen, aber ich hatte doch eigentlich noch einen zweiten Speer mitgenommen, ne? Gott sei Dank. So, dann räumen wir bitte ein. Drei Steinpfeile. Und sagen wir auch gleich hier lassen direkt. Drei Nägel, eine Kohle und... So. Los. Ah, guck mal her. Und da hinten war da noch einer im Gebüsch. Lass uns erstmal die Bude hier machen. Hier hast du, ne? Ja, okay. Das ist aber ein verwirrendes Dorf. Das Auto habe ich auch noch nicht gesehen. So, dann mal durchgeflitzt. Das ist ein Tuch. Gott sei Dank. Oh ja, hier sind schon ein paar geilere Sachen drin. Achso, er hat immer noch Durst, ne? Moment. Ja, ist doch richtig, kriegst du was. Trink mal das. Ja, passt erstmal, ne? Kriegst gleich nochmal was. So. In dem Erde brauche ich nicht. Ja. Plastik ist sehr schön. Gut, hast du hier jetzt alles? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier noch einen Raum übersehen. Ja, hast du auch. Pizzakarton, dreimal Lehm. So. Jetzt sind wir aber durch, ne?
hier. Was war denn das? Also, das war nur ein Vogel. Ofenkartoffel, Lehmerde, nope. Markier es direkt. Noch ein Tuch, jetzt wird es langsam. Jetzt wird es langsam. Glas lassen wir da. Immer noch. Hab ich auch noch keins von mitgenommen. Warte mal, wo ist denn die zweite Tür? Hier. Jetzt war es dann mal fix. Muss ich sagen. Da sagt dein Inventar. Nicht, dass du hier was übersehen hast. Mal kurz zurück zum Wagen. Wo war denn der? Na, hier nicht. Pack's doch gleich zusammen, dann brauchst du später nicht so übel sortieren. Sehr gut. Verband. Nehmen. Ne, die Tücher, ne? Ne, auch nicht. So, warte, dann machst du hier rein. Und weiter geht's. Warte, hier war ich noch nicht drin. Nö, nee, das Ei hätte ich gelootet. Verschrauben und Biokraftstoff, das taugt ja mal wieder ein bisschen was. Mit Milch? Nö. Auf dem Klo habe ich glaube ich auch noch nie was Anständiges gelootet. Aber ist auch eher unüblich, wenn ich so genauer drüber nachdenke. Kein Bauplan da? Scheinbar nicht. Nein. Wassermelone kannst du behalten. Okay. Nö, dann war's das hier schon wieder, ne? Ja. Alles klar. Sehr gespannt, aber es ist auch schon wieder 4 Uhr nachmittags. Mit dem Zeitmanagement ist irgendwie schwierig bei mir. Aber noch schneller will ich jetzt ja auch nicht durchhuschen. Das passt schon. Übersehe ich tatsächlich wahrscheinlich doch zu viel und es artet ja in Hast aus. Man muss jetzt auch nicht sein. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin mit dem zweiten Dorf. Wenn nicht, halten wir halt erst zu Hause nochmal an. Ist ja auch nicht schlimm. Ich kürze euch ja die Wege immer so weit ab, dass es nicht zu langweilig wird. Okay. Kleines Haus, was da drin, kannst du erst merken. Markier es lieber, oder? Da. Hallo. Hä? Also, nicht geklappt. Die ist gerne eingesperrt. Die olle Zippe. Hat der denn schon wieder Brand? Was ist denn los? Oh. Kein Wunder. Wenn er immer nur an der leeren Flasche nippt, ist schwierig mit den Getränken. So, ich glaube, 2 haben wir noch. Der Klonullinger mal wieder. Ne, da war nichts. Ne?
zumindest, ne? Tag. Ein paar Schräubchen. Und wir gehen hoch. Da ist ein Bauplan, Freunde. Immer diese verfluchte Treppenstufe, ey. Jedes Mal. So, was haben wir denn Schönes? Ja, nice. Strombauplan, das ist doch bestimmt der für den Verteilerkasten. Aber wieso heißt der denn Strombauplan? Ist ja crazy. Gucke ich sofort. Ob wir die Tech jetzt freigeschaltet haben von dem Ding. Das wäre mega geil. Dann können wir richtig loslegen. Da freue ich mich. Hier, guck mal, hast du noch Mechanikteile liegen lassen. Fett lässt jetzt hier. Dann haben wir nur noch ein Haus und dann können wir abzischen. Da gehe ich jetzt mal schnell nochmal rein. So, hier, wie du bist. Beinahe. Nur für noch ein paar geile Sachen. Wie zum Beispiel ein schönes Ei. Und eine Kartoffel. Jo. Ja, gut. Hat sich gelohnt, nochmal ganz kurz hier anzuhalten. Ja, müssen wir nur noch hoch. Und dann können wir auch eigentlich schon zurück. Finden wir nicht. Nee, nee, so. Sehr gut. Dann packe ich meine 7 Sachen. Ja. Gucke nochmal ganz kurz, ob mir ein Auto einen Weg läuft. Aber nein, Gott sei Dank nicht hier. Wäre nämlich auch am weitesten weg gewesen, fast. Also am zweitweitesten, glaube ich. Alter. Da ist dein Wagen. Geh da bitte hin. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach der Stromgeschichte. Das machen wir jetzt noch zusammen und dann laufe ich los. In Richtung dieses Dorfes. Die Baupläne vielleicht noch abzugreifen, obwohl Strom jetzt echt schon mal geil war. Wenn es das ist, was ich vermute. Bestimmt, oder? Ja, Verteilerkasten. Nice. Da können wir richtig geil mit ausprobieren und rumfriemeln. Da freue ich mich echt drauf. Ich marschiere los. Einmal hier mitten durch die City. Ich habe kein Auto gesehen. Ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie groß das ist, aber ich glaube, das war schwer, daran vorbeizugucken. Jetzt haben wir schon so einige Städte. Das wäre schon echt ein bisschen Pech. Das noch nicht gesehen haben, aber zwei sind ja noch offen. Zwei? Ja, ich glaube. Würde ich marschieren los. Ein Stück des Weges ist es ja. Vielleicht könntest du sogar ein bisschen abkürzen hier querfeld ein. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder abdrifte. Oder wir sehen uns gleich im anderen Dorf. Wie spät? Um 6 Uhr, das wird. Uiuiui. Naja, vielleicht kriegen wir noch einen Bauplan. Ich heize. So, oh, hier geht die Straße nach rechts ab. Dann sind wir tatsächlich kurz vorm Dorf. Da hole ich euch mal wieder mit dazu. Ja, es ist schon 7.30 Uhr. Aber ein paar Häuser können wir auf jeden Fall noch machen, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und können hier direkt noch einen Bauplan abstimmen. Das sieht übrigens super aus, das Haus. Das nehme ich direkt als erstes. Hast du dich leer gemacht? Nee. Pack mal ein bisschen Kram hier, den du da eh schon drin hast. Pack den direkt nochmal rein. So. Hier ist noch Lehm. Sand. Ein paar Verbände. So, sind wir leer. Bis auf die Schrauben. Warte mal, hast du hier welche? Nee. Ja, ist gut jetzt. Lauf los. Zur Zeit.
Wir werden wahrscheinlich nicht das ganze Dorf schaffen. Da kommen wir nochmal wieder her. Ist jetzt nicht das Problem. Wir haben genug, was wir jetzt erstmal zwischendurch bauen können. Was ich eigentlich ziemlich geil finde, muss ich mal sagen. Kohle nimmst du nochmal mit. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Material tatsächlich wieder dabei. Dass wir uns sogar noch ein bisschen Klamotten gönnen können. Also, jetzt geht's echt voran. Musst halt erstmal ein bisschen fleißig sein und hier erstmal ein paar Dörfer looten, aber dann geht's, ne? Ey, sag mal, ich komme nicht um die Kurve. Ah, okay. Kein Bauplan hier. Aber nochmal Elektrikteile. Dann direkt abgezischt. Und aufgemischt. Welcher Vorfreude, der immer auf einen zu rankommt hier, der Klappstuhl. Verbände, ja, nimm sie mit. Kurz ins Bad, das war umsonst, das war ja klar. Und 10 Nägel, schön. Ja, der Waschbär, ich habe tatsächlich noch keinen Fuchs gesehen, ne? Ja, mittlerweile schon eine Ziege. Und ein Wolf. Und 200 Bären. Gibt es echt häufig. Aber so ein Fuchs, der Todesfuchs war noch nicht da. Jetzt wäre ich wahrscheinlich auch schon jämmerlich dran gescheitert. An dem fiesen Teil. So. Schön, dass noch ein bisschen hell ist. Schaffen wir noch ein bisschen was. Ist nichts Geiles. Tisch liegt diesmal auch nichts. Und noch ein Plastik, was ich nicht mitnehmen kann. Moment. Ganz schwere Aufgabe gerade. Und wir haben sie gelöst gekriegt. Sehr gut. Ist ein Held. So. Was hier noch? Elektrikteile. Ja, da müssen wir nochmal ausladen gehen. Teig brauchen wir jetzt nicht. Scheiße, jetzt kriege ich auch gar nichts mehr mit. Ne? Eisenerz wäre schon gut gewesen. Platz nicht mal mehr für die Federn. Hast du denn nicht drüben zusammengeräumt, ne? Also, zwei Dörfer looten, das ist schon. Da kriegt man schon einen Haufen Zeug raus. Erst mal 20 Nägel. Verbände hast du hier nicht. Das musst du mal rüberräumen, sonst wird das hier nichts. Muss schon ein bisschen. So, Kevlar hatten wir noch gar nicht. Echt nicht? Ja, dann eben nicht. So, jetzt wird es aber auch schon schummrig.
Ich würde sagen, wir machen die eine Seite noch fertig und dann kommen wir nochmal wieder. Dann mache ich mich dann auch erstmal auf den Weg nach Hause. Hier hast du noch ein Dingens, wenn du willst, ein Kürbis mal. So, die zweite Seite beim nächsten Mal machen. Aber eins und Bauplan wäre ja noch geil gewesen, Spiel. Oder findest du nicht? Wahrscheinlich nicht, aber. So, hier warst du. Nee, hier warst du gar nicht. Hä? Ah, nee, du warst abgebrochen, ne? Ja, oh Gott, jetzt. Na, es geht schon los. Jetzt wird es noch ein bisschen dunkler. Das war ja wegen dem Eisenerz. Bist du nochmal hier rein, ne? Sonst ja, genau. Den Rest hast du aber. Oben war auch nur Dachboden, ne? Ja, okay. Dann war es das. Wir können das nochmal markieren. Haben wir denn hier alle? Uiuiui, ja. Das ist mir, glaube ich, echt zu dunkel. Guck mal auf der Karte, ob du da was erkennst. Halt. Ja, hier sind auch nur drei auf der Seite. Das machen wir noch, Leute. Das letzte. Das Feierabendhaus. Weil er eigentlich noch einen Bauplan haben will, aber. Nicht. Okay, von der Zeit her sind wir auch schon mächtig fortgeschritten. Das soll heißen, ich mache mich auf den Rückweg, ne? Wir sehen uns dann den nächsten Tag in der Base. Hier habe ich nochmal ein schönes Tuch. Und wir zeigen uns erstmal ein paar Sachen an. Können vielleicht mit den ganzen Klamotten, die wir da schon vorbereitet haben und jetzt hier auch gefunden haben, schon mal was Schickes bauen. So, stromtechnisch. Ich freue mich nämlich tierisch drauf. Und dann machen wir die Loot-Runde dann weiter, wenn wir in der Base ein bisschen was stehen haben. Wir können ja schon mal ein paar Sachen produzieren. Zement. Ah, das ist gerade ungünstig. Kommt er jetzt rein? Oh Gott! Ja, er kommt rein. Über meine schreckhaften Momente brauchen wir nicht weiter reden, ne? Alter. Oh, wir hatten Spaß an der Runde. Ich kurz wieder reanimieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Es war mir ein Vergnügen. Bis denn. Tschüssi. Ich mache mich nach Hause jetzt. Ich will nicht mehr. Wo ist mein Wagen? Ja. Okay.